Freunde, es hat geklingelt. Mein Paket kommt an. Ja, Baby. Es ist tatsächlich, ich habe es schon so gerade so aufgerupft, weil ich so gierig bin. Es ist tatsächlich passiert. Das Paket, von dem ich euch erzählt habe, ist endlich angekommen. Das ist meine persönliche DJI Osmo Pocket 3 im Creator-Combo-Paket. Vorab möchte ich ganz klar sagen, das ist leider nicht bezahlt, keine Werbung. Ich habe das alles selber bezahlt und habe mir dazu aber hunderte Videos angeschaut und ich kann es nicht glauben. Endlich das in meinen Händen zu haben. Ja, heute gibt es ein ganz spontanes Video. Mal gucken, was wir alles heute damit filmen. Ich nehme euch einfach mit. Hört mal das hier schön am Mikrofon. Oh! Ich habe hier übrigens auch, warte mal, das kann ich euch auch zeigen, eine DJI, was auch immer, für eine Drohne hier eingepackt, die ich Messer schön in den Bauch jetzt rein. Oh! Setz mich drauf. Ah. Ich habe hier eine DJI Mini 2, damals für einen Taui geholt. Heute gibt es, glaube ich, schon die vierte Generation. Und ich habe das Ding mit dem kompletten Kit, extra Akkus, nicht einmal benutzt. Ich habe noch nicht einmal diese Drohne benutzt. Und das will ich demnächst auch mal in einem Vlog irgendwie ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ich merke, wie viel Spaß mir sowas macht, neue Geräte und irgendwie neue Möglichkeiten zu finden. Wir öffnen die Creator Combo. Ach du Scheiße, wie klein. Das ist die Kamera. What, Digga, was? Es ist ja komplett die kleine Kamera. Wenn ihr mal meine Hand daneben seht. Ach du Scheiße, die passt halt wirklich legit. Osmo Pocket in jede Hosentasche rein. Wir haben zum einen eine Grifferweiterung. So, schließen wir das hier an. Haben dann einfach nochmal einen stabileren Griff. Und dazu unten so einen Kollegen, wo wir dann, oh, das ist alles so schön sortiert. Wieso ist das so gut? Also ich wünsche, es wäre ein Werbevideo. Es kommt zwar wahrscheinlich sehr rum wie ein Werbevideo, aber es ist leider keins. Und da können wir dann zum Beispiel diesen kleinen, schnuckeligen, ich mache gerade euch allen so wässrig, ne, alle wollen das jetzt auch haben, den können wir dann hier unten ranschrauben und haben dann einen Stand, wo, ja, wo das Ganze draufstehen kann. Und jetzt kommt der magische Moment, denn wir machen die Kamera an und ich glaube, da müssen wir einfach nur drehen und dann ist die Kamera an. Dann ist das Gimbal am Start und jetzt müssen wir natürlich erstmal alles einstellen, aber dann können wir damit vloggen, geile Cinematic Shots machen, 4K und das Gimbal einfach. Warte mal, Active Track, wie ging nochmal Active Track? Was ist eigentlich aus der Technik geworden, dass so ein kleines Scheißteil 400 GB halten kann und wir machen den Spaß jetzt hier 9 Stunden 41, wir können direkt aufnehmen damit. Warte mal, okay, ich drücke auf aufnehmen, so, wir sind drin, glaube ich, Aufnahme ist an. Das geile Feature, was wir jetzt gerade schon aktiviert haben, ist Active Track, denn ich kann jetzt einfach mal hier auf entspannt langlaufen und die Kamera folgt mir einfach, die Kamera folgt mir. Und so kann man natürlich sehr dynamische Shots machen als Solo-Creator, ohne dass ich die ganze Kameracrew dabei habe. Und ich laufe einfach so ein bisschen durchs Bild und die Kamera folgt mir dabei. Das finde ich schon relativ lässig, würde ich sagen. Gerade noch die Audioqualität vom eingebauten Mikrofon. Aber wir schauen direkt nämlich mal in meine kleine, wunderschöne Travel-Creator-Tasche. Und da befindet sich auch noch das DJI Mic 2. Und ich glaube, das können wir ganz einfach verbinden. So, das können wir ganz einfach verbinden, indem wir Power drücken. Power ist an. Sende 1 und verbunden. Steht hier, ist schon verbunden. Akku 60% übrig. Ja, hallo, hier ist der John. Ah ja, ich glaube, hier ist es, ne? Wir haben dann nämlich noch in der Tasche, es ist alles so perfekt sortiert. Wirklich, es wirkt für mich ja schon fast selber wie ein Werbevideo. Ist es aber leider nicht. DJI, falls ihr das seht, bitte schickt mir immer die neueste Hardware zu. Ich mache dazu Videos. Ich bin so geil darauf, wirklich. Wir haben jetzt hier noch ein Magnet und können dann nämlich das Mikrofon auch via Magnet einfach so ans T-Shirt, am Pullover, wo auch immer ran klippen. Das hat doch große. Und ich kann dann einfach hier hinten hingehen, um mich hinhocken und ihr hört immer noch perfekt meine Audio. Müssen wir natürlich noch alles einstellen. Im Creator Kit ist übrigens dann auch noch ein Weitwinkel-Kollege drin, den wir einfach aufs Gimbal via Magnet raufschnipsen lassen können. Und dann haben wir noch einen weiteren Winkel für euch. Ihr seht jetzt mein Schlafzimmer. So wohnt der Onkel. Hier oben ist so viel Kartons, so viel
Zeug, es macht mich unglaublich aggressiv. Aber ihr schaut jetzt mal genau hin, wie ihr das Ganze seht, aus welcher Perspektive. Jetzt tue ich die Weitwinkellinse raufmachen. Guckt hin, schön hingucken. Guckt mal, wie weit das hier alles ist. Und jetzt, zack, seht ihr, das ist natürlich jetzt gewölbt, weil es sehr weitwinkelig ist, aber seht ihr, wie viel weiter das ist? Oh, Baby. Und das ist halt fürs Vloggen so perfekt. Ich brauche nichts mehr. Nichts mehr brauche ich. Um Gottes Willen, ich brauche nichts mehr. Ich gehe jetzt direkt raus. Scheiß drauf. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Es ist sehr laut hier. Also es ist wirklich furchtbar laut hier. Ich weiß nicht, ob man mich irgendwie versteht. Es ist so stabil. Es ist wirklich wie, als würde die Kamera fliegen in der Luft, oder? Und ich gebe mir jetzt nicht mal Mühe, dass es besonders smooth ist. Ich drehe jetzt nochmal um hier. Ey, Bruder, es ist so geil. Das ist so gut. Wir sind angekommen. Hier draußen, nächste Contra K. Oha, ey, ich find's so krass, dafür muss man so Eier haben, ne? Dass man das einfach macht. Geil, Alter, das ist geil. Ehre. Und jetzt switch ich einfach die Cam. Und bumm, da sind wir doch. Guckt euch das Gebäude an hier. Bruder, was ist das für ein Gebäude? Ich zeige euch jetzt mal das Haus hier. Das ist der Hauptbahnhof. Ich muss mich natürlich jetzt erstmal nochmal eingrooven. Es wird sicherlich alles noch besser. Aber jetzt fürs Erste, Bruder. Unfassbar. Weitwinkel haben wir gerade nicht drauf. Ich muss gleich auch was essen gehen. Und so einer Stunde circa bin ich verabredet, mit den Jungs eine Runde Liga zu zocken. Die Cam ist so low-key. Es juckt gar keinen, dass ich hier filme. Es juckt gar keinen. Es ist komplett geisteskrank. Weil das ist beim Vloggen auch echt unangenehm. Wenn du so diese fette Kamera hast, mit Objektiv und Mikrofon, sieht halt einfach überpeinlich aus. Guckt euch das mal an hier. Oh. Wie ist die Quali? Lasst es mich wissen. Ich mache mal eine kurze Rundumfahrt hier. Das ist jetzt noch nicht der Lowlight-Modus, aber es ist auch noch nicht komplett dunkel. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Auch wenn ich jetzt hier laufe, es ist so fucking smooth. What? Und das alles mit dieser kleinen Cam. Ich habe es jetzt 100-mal gesagt. Gut, das ist übrigens ohne Active Track. Jetzt werde ich hier direkt abgezogen. Das ist over. Seht ihr da hinten schon den Reichstag? Ich laufe jetzt hier diese sehr suspicious Weg lang. Ich habe so laut Musik in den Ohren gerade. Ich bin gerade voll auf dem Shindy-Film wieder. Bruder, diese Cam ist mein großes Glück, ne? Ich muss nie wieder was anderes mitnehmen. Guck mal bitte jetzt hier. Oh. Wir machen mal eine kleine Kamerafahrt hier. Keine Ahnung, wer hier hupt wie ein Hund. Boah. Ich schwöre, ich sag so, wie es ist. Es sieht auf der Kamera besser aus als in echt. In echt sieht es komplett gammelig aus. Wieso sieht es so clean aus? Ist das krank? Ich habe übrigens jetzt gerade kein Mikrofon angeschlossen. Ist hier diese Traktor-Sachen hier Bauernprotest oder was? Bin ich jetzt live vor Ort? Schalten wir jetzt hier live in die Reportage. Ja, die sind hier wirklich übelst am Abhupen, Alter. Reicht jetzt, oder? Ich finde, jetzt reicht's. Wir gehen dem Ganzen jetzt auf die Spur. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass so ein bisschen am Schnee nieseln. Und ich glaube, die Cam kann nicht so gut Wasser ab. Ja, ich wollte noch was zeigen mit dem Mikrofon. Scheiße. Ich hab's verloren. Over. Also, bin ich noch drauf? So, wir haben jetzt hier auch noch so einen Puschel. Ich komme noch mal kurz näher. Wir stecken jetzt hier mit einem ganz einfachen Klicksystem noch den Puschel drauf. Und jetzt haben wir auch noch einen Windschutz. Es werden sich so viele Leute nach dem Video diese Kamera kaufen. DJI. Die nächsten Produkte aber mal alle an den Onkel. So, kommt jetzt mit. Hose rutscht wieder wie Sau. Scheiße. Achtung, bitte nicht meine Kamera zertreten. Oh Gott, da tritt jemand gegen die Kamera. Oh nein, nein, nein. Nicht, dass sie umgetreten wird. Hat mich die Kamera? Die Kamera hat mich verloren, oder? Motiv verloren. Hier oben bin ich, du Arschloch. Folg mir bitte. Gimbal, Alter, Schmutz. Jetzt habe ich es gesagt. Guck mal, was ist hier los? Dann werde ich wieder zu den lieben Leuten da hinten gehen und sie auch supporten weiterhin. Dankeschön.
für den Support. Supportet, auch wenn ihr könnt, supportet diese Menschen da hinten auch. Sie. Supportet diese Menschen da hinten, sagt sie. Falsche Vorstellungen, viele Lügen werden verbreitet. Das schaue ich mir zwar genauer an. Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Ich weiß nicht, ob das Gimbel mich jetzt auch mit dem Rücken erkennt. Kann gut sein, dass ich da nicht gefolgt werde. Nee, ich glaube, es hat sich schon wieder verloren. Warte. Ja, man sieht es nicht so ganz. So, was ist jetzt hier los? Das sieht mir doch hier schon nach einem Traktor aus, oder nicht? Alter, wir sind live dabei, ne? Einfach Tagesschau. Oh Gott, was sind hier für Figuren? Warte mal, das will ich mir noch mal genau anschauen. Guck dir das mal an hier. Kenne ich alle nicht. Schwarz. Die Geisel unseres Landes. Okay, wir sind live vor Ort. Hörst du auf? Hörst du wohl auf zu hupen, Alter? Hörst du wohl auf jetzt? Ja, hier sind die ganzen Traktoren. Worüber beschweren die sich eigentlich? Der Traktorskandal mit dem Onkel. Gegen Maut- und CO2-Steuererhöhung zieht der Ampel den Stecker. Oh, jetzt haben wir direkt mal eine Feueraufnahme. Oh. Ja, gehe ich das jetzt noch bis da hinten ab, bis zur Freiheitsstatue, wollte schon sagen. Wie heißt das? Nicht Freiheitsstatue, das ist, wie hieß denn das Ding nochmal? Straße 17. Juni, was ist da hinten dran? Das ist, Siegessäule. Siegessäule, ja, natürlich. Ah ja. Guck mal, wie groß der ist. Der ist größer als ich. Wenn das Ding über mich fährt, ist over. Das sieht auch cool aus, wie zwei LKWs hier stehen. Ich will gar nicht aufhören zu filmen, ne? So ein unnötiger Schritt. Ach du Scheiße, interessiert keinen. Ja, wir sind am Brandenburger Tor angelangt. Einfach mal so frei aus der Hand raus. Ich gebe mir auch gar nicht Mühe, irgendwie das besonders sauber zu machen. Ich laufe einfach nur. Und so sieht das Ganze hier aus. Ja, kann das was? Wir werden es sehen im Schnitt. Aber ich glaube, das kann was. Das ist auf jeden Fall das Brandenburger Tor. In voller Pracht. Und ich stehe sehr nah schon dran. Und wir haben es komplett drin. Und das ohne Weitwinkel. Und ich werde jetzt mal... Und jetzt machen wir den Weitwinkel-Aal drauf. Und wir haben direkt so viel mehr. Wir haben die Weitwinkel-Linse raufgemacht. Und ich werde mir jetzt was zu snacken holen. Aber wo? Ich glaube, hier vorne ist die Friedrichstraße. Da werde ich schon was finden, oder? Werde ich auch was finden? Ja, hallo. Deine Hippie-Eltern hängen Parker rum und denken, es sei Woodstock. So, wir gehen jetzt zu Burger King, scheiß drauf. Habt ihr noch den Double Steakhaus Burger? Nicht mehr. Ich hab so Hunger, das gibt's nicht. Wenn die nicht langsam meine Nummer aufrufen, raste ich aus. Ich bin der Einzige hier gefühlt. Ja, moin. Dauert trotzdem 3 Stunden. So, jetzt ist es soweit. Danke. Oh Gott. Wirklich ist das krank. Das ist so Future-Shit, was ich hier mache, ne? Ohne Scheiß. Warte mal, die sollen nicht im Bild sein, die Armen. Es wird immer voller hier. Ich bin der größte Clown. Scheiß drauf, wir machen es einfach. Der Whopper sieht so ranzig aus. Natürlich haben sie die Gurken nicht weggemacht. Ich sag, mach Gurken weg. Nix Gurken weg. Aber manchmal muss auch so räudig sein. So räudig, Mc's oder Burger King. Aber der Burger sieht ja komplett chep aus. Ist ja nicht mal Käse drauf. Ist kein Käse drauf. Ich habe noch nie so einen Wasserburger gegessen in meinem ganzen Leben. Komplett trocken. Ich will nicht haten, aber die Pommes sind kalt. Ich habe sie hier frisch bekommen und die Pommes sind kalt und trocken. Also ich bin eigentlich Burger King Fan. Also nicht Fan, es gibt so viele bessere Burger, aber ist manchmal ganz geil, oft dreckig, aber legit noch nie so einen schlechten Burger King Besuch gehabt. So ist es halt manchmal auch. Ihr seid nicht zu sehen, keine Sorge. Aber guck mal, die Kamera bewegt sich so. Jetzt seid ihr zu sehen.
Ich nehme nur auf. Für YouTube-Video. Was? Ja, ja. So, unter anderem, ja. Aber jetzt seid ihr zu sehen. Ne? Ist es okay gewesen? Super, danke. Hat aber nicht gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich hoffe, euch schmeckt besser. Wirklich. Meins war nicht gut. Aber die Cola ist okay. Gut. Und so reif, machen auf. Tschüss.